Weihbischof Florian Wörner hat in dieser Woche den Neubau des Schulwerks der Diözese Augsburg in Donauwörth gesegnet. Derzeit werden dort Schüler der Realschule Heiligkreuz unterrichtet. Später soll dann die Realschule St. Ursula in dem Gebäude im Staufer Park einziehen. Mit dem bisherigen Baufortschritt zeigten sich die Verantwortlichen sehr zufrieden, auch wenn jetzt noch einmal ein Erweiterungsbau dazugekommen ist. Wir gehen davon aus, dass zum Schuljahr 23/24 alles komplett fertig ist. Es kommt hier auch noch mal ein Aufbau auf den Neubau drauf, weil die Nachfrage in Donauwörth nach unseren Realschulen so groß ist, dass wir reagieren mussten und noch einmal was dazu bauen mussten. Ja, vom Kostenplan her sind wir auch richtig im grünen Bereich. Der jetzige Bauabschnitt hat 20,1 Millionen gekostet. Insgesamt werden wir so um die 28 Millionen brauchen für ein komplett großes Schulhaus, für zwei Realschulen. Ich denke, das ist wirklich für einen guten Preis, haben wir das hinbekommen. Der Baubeginn für das neue Gebäude in Donauwörth war im Jahr 2020. Mit der Segnung der neuen Räume in dieser Woche sei ein wichtiger Meilenstein geschafft, so Peter Kosak. Im Moment befinden sich noch einige Klassen sowie das Lehrerzimmer in einer Containeranlage neben dem Neubau. In gut einem Jahr soll das Bauvorhaben dann komplett abgeschlossen sein. Dann kann allen geeigneten Schülerinnen und Schülern im Landkreis ein Platz an den Realschulen Heiligkreuz oder St. Ursula angeboten werden.